Jo, 18. September 1944 vor den Toren von Strassow. Strasshof, Österreich. Die Deutschen scheinen Major Ingram von der Royal Air Force verlegt zu haben, bevor wir ihn befreien konnten. Captain Price sagte, er habe die Wachen belauscht, dass man ihn in ein Lager verlegt hat. Price hat es für uns ausgekundet. Aber Captain Foley besteht darauf, dass er beim Rettungsversuch zurückbleibt. Unser Plan ist einfach. Wir brechen durch das Tor durch, schnappen uns den Major und ziehen Leine. Foley sagte, dass wir nur eine Chance hätten, wenn wir maximal 10 Minuten im Lager bleiben. Wenn wir maximal 10 Minuten im Lager bleiben. Sonst hätten die Deutschen alles rings um uns herum wasserdicht verriegelt. Okay, Dulag 3A, Strasshof. Okay, Martin. Wir sind jetzt bereit, das Tor zu rammen. Wir haben genau 10 Minuten nach Ihrem ersten Schuss, um die Sache durchzuziehen. Wenn wir länger brauchen, schickt man jemanden, der uns rettet. Sie erledigen die vorderen Wachen, vor allem die MG-Stellungen. Wenn das Tor offen ist, bewegen Sie Ihren Hintern hinein und holen Sie den Major. Wir treffen uns beim Lastwagen. Ich überlege gerade, ob die Englische, das Deutsche jetzt hier die Warnung hier ausgesprochen wird. Wir werden angegriffen. Vorwärts. Alle Mann auf ihre Posten. Ob das in der englischen Version auch auf Deutsch ist. Das wirklich ein Swimming-Erholungspool ist oder so.
sorry. Tut mir leid. Aber der... Der stand da so blöd und hat hier in die Richtung geschossen. Ich Glück. Sie sind hier, um mich rauszuholen, stimmt's? Ja. Weiter, Männer. Keine Alle Zeit für lange Begrüßungen. Ich brauche Deckung. Achtung, wir werden angegriffen. Alle Mann auf ihre Posten. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Yeah. Bleiben, ja? Alle Mann auf ihre Posten. Oh, das ist ein Munitionsproblem, sehe ich gerade. Achtung, wir werden angegriffen. Alle Mann auf ihre Posten. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Ja, okay, wir müssen uns beeilen. Wir haben nicht mehr so lange Zeit. Alle Mann auf ihre Posten. Das haben Sie und Ihre Jungs gut gemacht. Wirklich gut. Ja. Sehr schön. Wir müssen unsere Insel verteidigen, egal zu welchem Preis. Wir müssen an den Stränden und Landeszonen kämpfen. Wir müssen in den Feldern und auf den Straßen kämpfen. Und wir müssen auf den Hügeln kämpfen. Wir werden uns nicht ergeben. Winston Churchill. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Oh. Haben wir jetzt den Wechsel? Haben wir jetzt den Wechsel zur nächsten Einheit? Meine Herren, Sie haben bis jetzt in Exeter für eine bestimmte Aufgabe trainiert. Diese Aufgabe hat offensichtlich mit der Einnahme von Brücken zu tun. Was ich Ihnen jetzt sagen werde, ist streng geheim. Also, wenn Sie das Wort Brücke außerhalb dieses Raums auch nur erwähnen und ich davon höre, und das werde ich, sind Sie sofort Reservist. Die Invasion von Europa findet an 5 Stränden entlang der französischen Küste in der Normandie statt. Teile der 2. britischen Armee schlagen bei den Stränden Gold und Sword zu. Die 3. kanadische Infanteriedivision bei Juneau. Im Westen nehmen die Yankees Utah und Omaha ein. Die gesamte östliche Flanke ist somit ungeschützt gegen deutsche Konterangriffe aus der Region um Calais.
sollten die Deutschen hier durchbrechen, können sie mit Panzern die Strände von Sword bis Utah überrollen und den gesamten Brückenkopf auslöschen. Unsere Aufgabe und die der restlichen 6. Division der Luftstreitkräfte ist es, diese Flanke um jeden Preis zu sichern und wichtige Brücken entlang dieser Achse zu halten. Die Aufgabe der Kompanie D ist diese Brücke über den Conkanal. Die Gleiter werden uns im Schutze der Dunkelheit auf einem Feld nahe der Brücke absetzen. Von dort aus stürmen wir den Bunker und hindern die Deutschen daran, die Brücke zu sprengen. Mindestens eine Bren wird für ausreichend Feuer sorgen, während wir sie flankieren. Sobald wir die Brücke eingenommen haben, halten wir sie bis zur Ablösung. Währenddessen müssen wir uns gegen die Deutschen eventuell mit ihren eigenen Waffen verteidigen. Sie sollten sich also mit den hier in der Basis befindlichen Beutestücken vertraut machen. Viel Glück und viel Erfolg. Wegtreten! Ja. Streng geheim, 5. Juni 1944. Jetzt sind wir aber wirklich schon weiter vorher wieder. Das heißt, wir sind jetzt echt mit einer neuen Gruppe unterwegs. Na gut, Vorhaben, Ziel. Übernehmen Sie die intakte Brücke über den Kanal bei und halten Sie sie, bis Verstärkung eintrifft. Information? Wahrscheinlich ein paar Stunden. Feind. Feste Verteidigung im Operationsbereich Brückengarnison bei besteht aus 50 Mann bis 4 bis 6 LMGs, MG42 und Panzerabwehrgeschützen. Alarmbereitschaft. Große Vorbereitungen für die Invasion auf dem Kontinent nötig. Durch den Mond und die Gezeiten werden die Deutschen besonders in der Nähe der Brücken sehr wachsam sein. Sprengladungen wurden in den Sprengkammern platziert. Methode. Zusammenfassung. A. Landung mit dem Gleiter. Die Einnahme der Brücke lebt vom Überraschungsmoment, dem Tempo und einem schnellen Vorrücken. B. Die Schwierigkeiten liegen in der Abwehr eines feindlichen Gegenangriffs auf der Brücke, bis Verstärkung eintrifft. Komm, wir machen weiter. Ich kann den Bois de Vavon nicht sehen. Verdammt nochmal, Jack. Das ist der größte Wald der Normandie. Mach die Augen auf. Mach ich ja. Da ist kein Wald. Vielleicht haben sie ihn verlegt. Laut meinen Berechnungen sind wir auf Kurs. Schwenkt mal 2 Grad weiter nordwärts. 5, 4, 3, 2, 1. Bingo! Haben diese großen Bomber wirklich einen Lenkrad? Geil. Ihr seht aus, Leute. Wir auf dem Weg zur Klassenfahrt in die Jugendherberge. Alles klar. Bereit machen zur Landung. Verdammt harte Landung, was? Sind alle okay? Mills? Geht mir gut, ganz wunderbar. Hoch mit euch. Na los. Bewegung, Bewegung, macht schon. Sergeant Evans, schön, dass Sie noch da sind. Wir haben Glück. Die Deutschen haben unsere Meisterlandung nicht bemerkt. Suchen Sie sich einen guten Platz für den Bunker. Wir rücken hinter Ihrem Feuerschutz vor. Das hat man nicht gemerkt. Feind! Angriff! Feuer! 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 Feuer!
Ja. Brücke eingenommen, würde ich sagen, ne? Läuft. Schön, Panzer und jetzt? Irgendeine Idee? Sergeant! Sie müssen zu Ihrer Flak und sie auf den Panzer richten! Suchen Sie Private Mills und nehmen Sie ihn mit! Er soll das verdammte Ding entsperren! Problem, das bekomme ich hin. Folgen Sie mir. Na dann. Ja, wenn nicht. Der Eingang ist ja wirklich nett. Ja. Oh. Er stand da. Okay, das war schon mal ganz ordentlich. Eliminieren Sie alle Feinde und sichern Sie beide Brücken. Acht und nicht. Acht Feinde oder acht Brücken? Brücken. Hund hat gerade irgendwas gehört, was er doof findet. Cool bleiben. Ich war nie für den Krieg, außer als Mittel zum Frieden. Ulysses S. Grant. Und damit sage ich auch für heute vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache jetzt einen Abflug und mein Hund wird jetzt auch gleich wieder leise. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.